da steht sie, die Hübsche. Und ja, ich habe ja schon öfter jetzt erwähnt, es wird optisch einiges passieren. Ich werde jetzt ein bisschen was zusammenschneiden über mehrere Projekte. Ich hoffe, das lässt sich nachher auch alles vernünftig irgendwie zusammen, ja, fügen, sodass es sich halbwegs vernünftig anhört. Ja, wo fangen wir denn erstmal an? Ich habe mir schon vor längerer Zeit mal gedacht, vor allem richtig in die Tat umgesetzt habe ich es dann, als ich die Felgen lackiert habe. Hinten habe ich ja statt Unterlegscheiben auf den Radmuttern so eine Platte. Vorne sind ganz normale Unterlegscheiben. Da habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es doch geil, wenn ich vorne und hinten dasselbe habe. Beziehungsweise so eine Platte. Ja, und habe dann mal mit einem Bekannten gesprochen. Und der hat mir dann für vorne mal welche angefertigt. Und die zeige ich euch jetzt. Tada! Und jetzt haben wir schon so schöne Kappen. Ist natürlich jetzt ein bisschen, ja, doof, dass wir die jetzt nur vorne haben. Und hinten die alten. Weil so ist, wenn man hier sieht, dahinter ist ja noch die Kappe von der Radnarbe. Und hinten steht die Trotzspurplatten weiter raus. Und das passte dann nicht. Und ja, das wäre dann. Moment. Ja, die hätten einfach nicht gepasst. So. Habe ich auch dem Bekannten geschrieben, der meinte, ja, brauchst du 4 Stück? Ich so, nee, ich brauche nur 2 für vorne. Und hinten mache ich die Originalen einfach grün. Und dann hat er mir einfach die mitgeschickt. Da hat er einfach das Loch in der Mitte ein bisschen größer gemacht. Und ja, das heißt, ich habe quasi 2 Stück. Einmal 2 von denen und einmal 2 von denen. Und das sollte jetzt eigentlich hinten auch mit dieser Kappe passen. So, bin ich mal gespannt, ne? Ich schraube mal eben alle um und dann schauen wir mal, wenn wir dann die hier gegen die andere ausgetauscht haben. So, da sind wir wieder. So, jetzt ist die Seite schon mal fertig. Jetzt gleich noch die andere Seite. Ich muss natürlich auch sagen, der Lack ist hier natürlich jetzt abgeplatzt. Ich hätte gedacht, der 2K-Lack hält da ein bisschen besser, aber das ist ja doch schon ein ganz schöner Druck, der da drauf ist. Spielt aber auch keine Rolle, weil ja, ich habe die extra aus Edelstahl machen lassen, damit die ein bisschen stabiler sind, weil die Originalen auch aus Edelstahl sind. Ja, aber bis jetzt habe ich immer nur gute Erfahrungen mit 2K-Lack gemacht, deswegen habe ich das hier auch genommen, aber mit dem Druck und der Drehung hat das nicht ganz gehalten. Aber wie gesagt, ist nicht so schlimm. Sonst werden die einfach bei nächster Gelegenheit nochmal lackiert. Weil hätte ich da jetzt wieder Unterlegscheiben drauf gemacht, dass die Drehung der Druck nicht darauf lastet, sondern auf den Scheiben, dann hätte das Ganze ja überhaupt keinen Sinn gehabt. Das sind ja quasi einfach die Unterlegscheiben, ne? Also quasi das anstelle von dem. Gut, dass das jetzt mit dem Lack nicht so perfekt ist. Ja, wie gesagt, das ist ja. Ich hatte eh Lack über. Ich habe nicht andere Sachen eigentlich lackiert. Hab die dann nur zusätzlich grün gemacht. Die anderen lackierten Sachen seht ihr gleich auch noch. Ja, aber beziehungsweise eine Sache kennt ihr ja schon. Den schönen Deckel, den habt ihr ja schon gesehen. Und ja, da ist noch die andere, die muss ich auf der anderen Seite machen. Und das Grüne an den Seiten und dem Deckel, das ist natürlich nicht das Einzige. Das wäre ja ein bisschen zu wenig Akzente. Deswegen kommt da natürlich noch mehr. Und ja, das werdet ihr dann gleich sehen. Da haben wir es. Passend zu den LEDs schön die leuchtenden Unterfahrschutz, Luftfilterdeckel, ja, Radkappen nenne ich es jetzt mal. Hinten auch. Und da kommt natürlich noch mehr. Akzente in dem Farbton. Und ja, aber das brauchen wir jetzt ein bisschen. Das heißt, jetzt kommt sowieso erstmal etwas größerer Zeitsprung. Und zwar wird jetzt wahrscheinlich als nächstes erstmal die Verkleidung gewechselt. Ja, die Verkleidung wird gewechselt. Weil dieses Dunkelgrün war von Anfang an nicht mein Fall. Ich habe das scheiße gefunden, seitdem ich die gekauft habe.
Ist halt überhaupt nicht mein Geschmack. Ich hätte am geilsten hätte ich ja, oder geilsten fände ich ja und hätte ich am liebsten gehabt, diesen richtig schönen hellgrünen Kawasaki-Ton, wie es bei meiner KFX habe. Ist aber verdammt selten und hier in Deutschland eigentlich gar nicht zu kriegen für die KVF. Und ja, deswegen habe ich gesucht und eine andere Verkleidung, und Lackieren ist immer schwierig, weil Lackieren ist sowieso der größte Quatsch bei Plastikverkleidungen. Das blättert alles ab und hält nicht. Und ich habe tatsächlich meine zweitbeste Wahl gefunden. Oh, und die muss da jetzt nur noch drauf. Und das wird dann jetzt als nächstes passieren. Ja, und da sind wir schon. Aber sieht natürlich alles gerade so ein bisschen nach Baustelle aus. Deswegen machen wir nochmal kurz einen Sprung. Und da sind wir. Sie ist fertig. Es sind jetzt nur ein paar Kleinigkeiten zu machen. Aber ansonsten kann es losgehen. Also fehlt noch ein bisschen mehr Grün. Aber es sind alles Kleinigkeiten, Sticker, die dann drauf kommen. Aber ansonsten bin ich jetzt wieder einsatzbereit. Thank you.